So, dann 3, 2, 1, F5 neu laden. Hallihallo und herzlichst willkommen zu einem neuen Let's Play Part von Monster Hunter Freedom. Ich rucke mich immer auch schnell zurecht und warte darauf, dass mir ein positives Feedback von meinem Laptop gebracht wird, dass ich dann wirklich streame und man mich auch hört. Dafür muss ich natürlich erstmal das Ding entmuten. Jo, ich höre mich, wunderbar. Dann können wir jetzt auch anfangen. Ja, es ist weder 12 Uhr noch 15 Uhr, es ist auf 16 Uhr verschoben worden. Der Stream jetzt, was daran liegt, dass ein paar Kumpels und ich jetzt nochmal Basketball gespielt hatten. Ihr wisst nicht, wie verdammt aus der Puste ich jetzt gerade bin. Boah, also ich war gerade ganz kurz perplex, weil ich guck gerade nebenbei noch auf meinem Bildschirm, also auf meinem Fernseher, wohin ich das übertrage. Von dort ist dann gescreamt. Oh. Ihr seht, ich bin ein bisschen durcheinander. Von dort aus es dann gestreamt wird. Und das hat gerade die ganze Zeit einen Ladebildschirm gezeigt, obwohl ich schon da war. Und das hat mich verwirrt. Gut, liegt daran, dass es ein paar Sekunden verzögert ist. Aber gut, so. Also, mir wurde gesagt, man könnte gegebenenfalls Monster Sensen hier für 5000 Z kaufen. Als Kommentar, den Kommentar habe ich gerade noch gelesen und jetzt gleich mal darauf eingegangen, geht nicht. Sind Monster Fluide, leider. Und nicht Monster Sensen. Aber trotzdem, danke für den Hinweis. Ja, so gute Sachen gibt die mir leider doch nicht. So, währenddessen, ich weiß, irgendwas brauche ich noch. Ich brauche eigentlich immer irgendwie alles, aber ich habe gerade vergessen, was. Deswegen fangen wir jetzt mit dem eigentlichen Thema endlich mal an. Und zwar die G-Rank-Stufen-Quests. Wie bereits gesagt, ich bin ein bisschen durcheinander oder ein bisschen K.O. Was heißt, entweder ich spiele komplett bescheuert, weil ich meine Finger nicht richtig bewegen kann und krieg's einfach nicht gebacken, irgendwas hinzukriegen, was schlecht wäre. Oder aber ich bin so erschöpft, dass meine Gehirnzellen mit dem Scheiße-Quatschen gehen einfach mal nicht mehr gut genug durchblutet werden können und ich deswegen aufhöre, kompletten Bullshit zu labern und dafür besser spiele. Werden wir mal sehen, was eintrifft. Ich sehe schon mal, das Spiel sagt mir förmlich, paralysier ihn, du Vollidiot. Das werden wir wohl auch mal machen. Ich denke, ich fange mit den Lebenwurfmessern an. Also irgendwie wird man auf jeden Fall zwei oder drei mal paralysieren können. Ich weiß bloß nicht, in welcher Reihenfolge man das dafür machen muss. Deswegen machen wir es einfach irgendwie und wenn es passt, haben wir Glück gehabt. Wenn nicht, dann halt Pech. Ja, furz mich erstmal an, warum nicht? Muss mal kurz schauen. Ja, okay. Wegen Lautstärke, weil für mich ist es relativ leise. Gut, ich könnte den Fernseher lauter machen. Für euch passt, müsste es eigentlich passen. Das habe ich extra so vorher abgepasst. Aber ich höre halt das Spiel kaum. Und ich habe gerade keinen Plan, wo meine Fernbedienung ist. Gut, ich könnte einfach den Wii U Pro Controller nehmen, kurz die Wii U anschalten, dann damit den TV lauter machen. Und dann wäre die Sache auch geklärt, aber das wäre ja eine. Das wäre die reiche Variante. Ja, ich habe hier einmal eine Konsole, muss ich auch gleich mal damit angeben. Aber ich finde es schon ziemlich geil, wie das mit der Wii U geht. Also für alle, die es haben, die können das hoffentlich nachempfinden. Man muss an sich nie wieder so eine blöde Fernbedienung suchen, weil man einfach mit dem Wii Pro Controller den kompletten Fernseher umstellen kann. Das ist so eine Erleichterung. Ihr wisst nicht, wie lange ich immer meine Fernbedienung suchen musste, bevor ich irgendeinen Film gucken konnte. Da war die Herr der Ringe Trilogie vorbei, bevor ich den Fernseher überhaupt anhatte. Und jetzt, oh, Controller liegt dort, bam, fertig. Doppelt so hohe Wahrscheinlichkeit, irgendetwas zu finden, womit man den Fernseher bedienen kann. Es ist göttlich. Und wisst ihr, was noch so göttlich ist? Mein Glück, den Konkalala zu finden. Ich wette, ich bin schon wieder an dem vorbeigerannt. Dass ich selbst in der vierten Quest immer noch nicht weiß, wo dieser Drecksaffe spawnt. Und ja, das Affe war jetzt eine Beleidigung. Ist, ja, ziemlich affig für mich. Aber ich glaube, ich weiß jetzt, wo er spawnt. Ich war fast in jedem Gebiet. Der kann eigentlich nur dort spawnen, wo er auch schlafen geht. Also, den Rest habe ich. Was? Wo? Wie? Was? Wann? Was? Wie? Hä? Hallo? Junge? Wo bist du? Ah, oh! Hallo, mein Freund! Er hat mich gerade ein bisschen hier an dem Lied, ne? Das kennt auch nicht alle. Hallo, mein Freund, ich liebe dich. Du bist der Einzige für mich. Die anderen finde ich alle doof. Deswegen putze ich dir den Hof.
Ja, da habe ich gerade Ohrwurmform von diesem einen Satz. Ohrwürmer gehen bei mir ziemlich schnell. Ich glaube, dieser Angriff ist relativ schwach, wenn man nicht ordentlich trifft. Deswegen mache ich ihn übrigens auch weiter. Denn bei Großschwert und Hammer war der Typi jetzt schon wütend. Und ich bin gerade den Angriff zweimal durchgegangen und der zeigt keine Reaktion. Bedeutet, ich sollte diesen Angriff nicht weitermachen und lieber normal angreifen. Ich habe leider, weil ich halt ein kompletter Vollidiot bin, nicht nachgeguckt, ob ich Block plus 1 habe. Das heißt, ich weiß nicht, ob ich die Fürze blocken kann. Block verstärkt sollte auch gehen. Och meine Fresse! Die Minions fangen wieder an zu nerven. Alter, wehe, ihr bringt mich jetzt um. Sterben kann ich auch alleine, da brauche ich euch nicht. Habe ich schon Übung drin in Selbstmord machen. Scheiß auf Schäden Cooper, der meint, das geht nicht. Aber ich habe trotzdem schon Übung macht den Meister bei Selbstmord probiert. Alter, Leute! Schildmauer, please! Ich habe nichts getan. Außer das Wurfmesser fast verworfen. Alter! Schaden, wo du hin? Ich sehe schon, erstes Mal tot incoming. Bam! Und erstmal das Paralysemesser daneben geworfen. Fuck yeah! Ich sehe. Scheiße, aber man kann nicht noch gewinnen, nicht? Basketballspiel war kacke. Sollte ich nicht wieder für eine Aufnahme machen? Scheiße! Ich würde ja sagen, immerhin war er wütend, aber wie gesagt, bei Großschwert waren das zwei Schläge. Das heißt, das ist nichts, was man erreichen muss. Also, nicht das, was man sich als Minimum setzen sollte. Immerhin ist er tot. Das ist ein Minimum, was ich gern erreichen würde. Zumindest heute in dieser Stunde, die wir miteinander verbringen können. Yo, auf geht's. Übrigens passt der Stream auch an sich ganz gut jetzt in mein Konzept, denn ich habe ja im letzten Monster Hunter Part gefragt, was ihr als nächstes Monster sehen wollt. Oder dann halt noch damit gedroht, wenn nichts kommt, machen wir nochmal die Westpold-Königin. Ja, böse Drohung, ganz, ganz böse Drohung. Und Und Problem ist, dass ich so gesehen, wenn ihr heute was schreibt, das heute hier auch noch aufnehmen müsste, damit ihr es morgen seht. Aber da ich hier den wunderbaren Stream habe, wo ich mir selber vorgeben kann, welches Monster ich zu machen habe, ohne dass Abwechslung in irgendeiner Weise gefährdet ist, kann ich den morgen für euch heute dann hochladen und habe sogar einen extra Tag Zeit, das Ganze aufzunehmen. Bam! Ich habe ihn gefunden! Ich wusste es doch! Und ja, ich benutze jetzt hier den Wurfmesser, weil alles andere ist mir jetzt zu risky. Wir machen das jetzt so. Bam! Habe ich wenigstens schon mal geschafft, ihn einmal zu paralysieren. Ist mehr als vorhin. Ich weiß nicht, worauf ich jetzt gehen sollte, weil ich weder weiß, wo er wirklich schwach ist, noch weiß ich, was als kaputt gehen wirklich geil wäre. Deswegen mache ich den Arm kaputt, weil da kann er wenigstens hinfallen. Und wenn er hinfällt, dann können wir angreifen. Angreifen ist gut und gut ist sehr gut. Und sehr gut ist 1 plus. Und mit 1 plus wird man angeforzt, weil alle einen haten. Alter! Junge! Das ist voll die Badass-Kombo, die er hier macht! Jetzt bin ich vom Gestank verwirrt! Junge! Nein! Nein! Tu das nicht! Er hat mich vergast! Dieser scheiß Kongalala hat mich einfach zu Tode vergast und dann nochmal mit seinen Klauen aufgespießt. Oh nein! Finde ich nicht fair. Das stinkt gen Himmel. Oh, scheiße, im wahrsten Sinne des Wortes. Und ja, diese scheiße Witze werde ich bis zum Ende durchziehen. Bis wir den hier endlich geschafft haben. Ist ja an sich nur noch Gewehrlanze und ein bisschen Agilität mit dem Schnellstreuer. So ein Ding habe ich auch dran. Dann haben wir es eigentlich schon geschafft. Bloß wenn der Typi sich nicht beherrschen kann, mich die ganze Zeit zu Tode forzt. Okay, jetzt zum ersten Mal, aber da kann man nichts gegen machen. Gut, ich hätte blocken können, aber pssst, muss keiner wissen. So, das Ganze machen wir jetzt nochmal, aber bitte erfolgreich, denn alle guten Dinge sind drei. Die ersten zwei Mal sterben war jetzt bloß so, ja, ich brauche halt eine Einspielzeit. Das Monster muss ich auch erstmal einspielen, sonst macht es ja keinen Spaß. Und so weiter und so fort. Ausreden bitte hier einfügen. Und jetzt gewinnen wir das Ding einfach mal. So eiskalt, werdet ihr sehen. Ich werde nicht einmal sterben. Denn ich gehe nur K.O. Da bin ich nicht tot. So, dead safe.
Jetzt versuchen wir mal, möglichst effektiv nicht getroffen zu werden. Sehr schön. Block 1, Treffer 0. So soll es bitte schön bleiben. Gut, das Block 1 wird wahrscheinlich nicht so bleiben. Aber Treffer 0 wäre schon ganz schön. Und ja, ich weiß auch nicht, warum ich da stehen bleibe. Ich könnte einfach versuchen auszuweichen. Aber das wäre ja zu einfach. Das wäre ja auch beinahe logisch. Okay, ich weiß immer noch nicht, wann der mich jetzt trifft und wann nicht. Der läuft an sich eigentlich nur geradeaus, ne? Das heißt, wenn ich nicht direkt vor ihm stehe oder in der Nähe von vor ihm. Ja, ich weiß, der Megatrank war komplett ungeniert und komplett bescheuert platziert. Egal, er funktioniert. Oh, übrigens liegen hier neben uns noch ein paar Megatränke. Das ist ja das Geile, einfach mal ein bisschen Scheiße durchsuchen. Und dann hat man die Megatränke. Ich weiß jetzt auch, wo die herkommen. Habe ich mir gerade so spontan überlegt. Ist eigentlich ganz logisch. Wenn man mal drüber nachdenkt, der Kongalala, der haust hier ja schon eine Weile, ne? Und die hausen auch einige Kongalalas, so wie es aussieht. Sonst würde man nicht so oft die Quest machen können. Nein, nicht furzen. Guter Junge. Nicht weit furzen zumindest, auch wenn du da Meister drin bist. Ich hasse Ecken, by the way. Und dieser Kongalala hat höchstwahrscheinlich schon ein paar Jäger platt gemacht. Und sagen wir mal getötet. Und wenn wir jetzt davon ausgehen, dass diese Blähungen von falscher Ernährung stammen, was für einen Affen halt Fleischessen ist, weil die ja nur hier Obst und Gemüse gewöhnt sind. Alter, wie oft willst du das noch machen? Ich habe keine Ausdauer mehr. Dankeschön. Haben die höchstwahrscheinlich, er und seine Artgenossen, sagen wir es so, eiskalt die Jäger gefressen, die getötet hatten. Also mich mit eingeschlossen. Ihr seht hier so gesehen eine Cyborg-Rekonstruktion von mir. Und diese besiegten Jäger... What the shit? Das war so knapp. Ich hätte nur einmal X drücken müssen. Fuck. Ich sollte aufhören zu reden und mehr kämpfen. Und diese Jäger, scheiß auf das, was ich eben gesagt habe, die hatten halt alle noch Megatränke mit dabei. Und die hat der Kongalala dementsprechend gefressen, weil die verschwinden ja nicht, nur weil man einfach tot ist. Geil, letzter Megatrank, ich sehe, es läuft. Und die hat der halt logischerweise wieder ausgekackt, weil Glas zu verdauen, das dauert eine Weile. Ich hätte eigentlich schlausterweise einfach mal den Typen paralysieren sollen. Dann hätten wir jetzt das Problem nicht und ich hätte wesentlich mehr Schaden machen können. Na gut, auch beim nächsten Mal, wenn er wieder wütend ist. Was ja zufällig genau jetzt der Fall ist. Er wollte schon sagen, es sah fast so aus, als wenn du hier vorne was rausschießen willst, aber das war eher nach, oh Mann, nach hinten gedacht. So, schon mal getroffen, das ist nicht schlecht. Remopa, geh weg. Ja, sonst furzte dich nämlich auch noch an, das willst du nicht. Perfekt. Ich weiß immer noch nicht, worauf ich gehen soll, aber ich glaube, ich mach's einfach so hier. Komm schon, verhak dich. Ja, nein, nicht vorbeirennen, verhaken. Junge, da gibt's einen Unterschied. Also klar, es ist halt schwer zu verdauen und deswegen sind da hier überall Megatränke. Wo zur Hölle springst du hin? Ist dein Scheißgeruch, der hier verbreitet ist, nicht meiner. Brauchst du nicht abzuhauen. Der Geruch folgt dir, das kann ich dir versprechen. Dein ganzes Leben lang, wenn du nicht dein Verhalten änderst. Das klinge schon wie so eine Mutter. Ändere dich oder du wirst auf Ewigkeiten stinken. Geh in die Wanne. Ja, ja, habe ich auch nie drauf gehört. Bei 18 Jahren Konsequenzes nicht wahren. Außer zu Weihnachten und Ostern. Denn zu Ostern werden die Ostereier im Wasser versteckt, da komme ich nicht drum rum. Und Weihnachten gibt es halt entweder Kohle, eine Rübe auf dem Hinterkopf, auf dem Hintern oder halt Geschenke. Und Geschenke gibt es halt nur für saubere Kinder. Komme ich halt auch nicht drum rum. Aber ansonsten Konsequenzen nicht wahren. Ich komme auch gut durchs Leben. So, ach, da hinten bist du Camouflage. Zieh dir mal noch Pink Camouflage an, da würde ich dich überhaupt nicht mehr erkennen. Und ja, Pink ist die beste Camouflage-Farbe, die es gibt. Scheiß auf Tarngrün. Pink ist das neue Grün. Für die nächste Saison. Kann ich euch versprechen. Modedesigner Sinu weiß, wovon er redet. Es sei denn, es ist Monster Hunter Jagd. Und da hat er keinen Plan. Aber Mode, da kennt er sich aus. Ich stehe schon wieder doof, wa? Egal, passt. Ich weiß, ich bin fast tot, aber ich werde nicht sterben. Der Tag, wo ich sterbe, wird noch kommen. Aber, nee, warte. Es wird der Tag kommen, an dem ich sterben werde. Aber dieser Tag ist jetzt noch nicht gekommen. Ja, springen wir ein bisschen hin und her. Ich muss mich hier um eine kleine Krabbe kümmern.
Ich will, dass er mir die scheiß Krabbenformel rausdrückt und endlich den Krabby Pabby, also einen Krabbenburger, erstellen kann. Wisst ihr, wie viel der hochheilen müsste? So, gleich von Anfang an. So, weg. Ja, willst du mich verarschen, Junge? Willst du mich anarschen? Also, ankacken? In eine Güllelauge stecken oder so? Ich hätte einfach weiterrennen sollen. Aber nein, was macht der Sinu? Wir sparen jetzt mal Ausdauer. Könnte ja sein, dass der Gegner angreift. Wir bleiben jetzt stehen. Ohne zu wissen, was das Monster macht. Immer eine sehr gute Idee. Und dann sich darüber aufregen, dass ein Megaforz kommt. Natürlich. Wie sollte es auch anders sein? So, mit dem Thema, beim dritten Mal schaffen wir's. Aber es lief besser als zuvor. Ja, ich hatte zwar innerhalb von 2 Sekunden einen Megatränke verloren, aber es lief besser als zuvor. Es war nicht eine, es waren 5 oder 4 Sekunden, die es halt gedauert hat. Ah, ich sollte vielleicht auch mal lesen, was der mir hier sagt. Selbst beim Blocken bleibt der Geruch hängen. Nur keine Sorge, erst blocken, dann angreifen. Gut, versuchen wir jetzt mal. Halten wir uns mal ausnahmsweise an das, was der Jägermeister uns so sagt. Also, es war die letzten Mal 2 Streams immer so. Ich habe so eine Stunde oder eine gefühlte Dreiviertelstunde an einer und derselben Waffe gehangen. Hab die dann letzten Endes doch noch mit Schweiß und Blut hinbekommen und dann die nächste Waffe easy peasy beim ersten Versuch durchgedrückt. So, dann wird der nächste Stream 45 Minuten Scheiße bauen, im wahrsten Sinne des Wortes, und angeschissen werden, ne, dafür, dass man Scheiße baut. Und dann anschließend dann doch noch einmal gewinnen, dann kommt die nächste Waffe und ich schaffe auch wieder easy peasy. Gut, ich sollte mich nicht darüber beschweren, dass ich was easy peasy schaffe, aber die Zeit davor, die könnte man so gewinnbringend ins Gewinnen investieren. Aber nein, was macht der Sinu? Der verliert. Kann einfach nichts Besseres machen, ne? Irgendwo sind ihm halt auch Grenzen gesetzt. Und meine Grenzen werden mir immer wieder ziemlich gasförmig aufgezeigt. Ah, ich hätte irgendwie lieber hier eine Sleep-Bomber-Taktik, weil hätte ich immer, wenn er schläft, kurz ein paar Sekunden Zeit, mich zu heilen und so Schwachsinn halt zu machen, den ich sonst jetzt während des Kampfes machen muss, und wie ihr seht, geht das halt eben immer wieder schief. Ah, wie du siehst, wir können beide springen, lass uns mal einen Spring-Contest machen, mal sehen, wer relativ zur Größe weiter springen kann. Wobei bei dir von Kopf bis Schwanzende zählt. Und ich meine nicht den Schwanz, der raushängt. Und der andere Schwanz, wenn er einmal ausgefahren ist. Ich weiß, der ist noch ein Stückchen größer. Weiß ich aus Erfahrung. Aha. Groß für mich nehme ich nicht alles. Und, ich denke, da habe ich gute Chancen zu gewinnen dann. Auch wenn mein Sprung verglichen zu meiner Körperlänge, ne, jetzt von links nach rechts gesehen, also frontales so stehen, ist mein Sprung schon eigentlich zweimal ich. Das heißt, ich habe grundsätzlich gute Chancen, diesen Sprungkontest zu gewinnen. Und du, wenn du dich anstrengst, auch. Ich würde sagen, das ist ein fairer Kampf. Fairer als ein Kampf, den wir jetzt führen. Weil immerhin habe ich keine gasförmigen Attacken. Na gut, ich könnte auch versuchen zu forzen, aber da würde Scheiße mit rauskommen. Und das... Nee, ich will mir nicht in die Hosen. Nee, wir haben nicht mal ein Pokédorf Wasser. Wie zur Hölle soll ich die Waschmilch wieder einscheiße? Deswegen bitte kein Furz-Contest. Weitspringen von mir aus. Aber Furzen... habe ich so meine Skrupel gegen. Nein! Wieso rennst du nicht weiter? Junge! Du bist ein Fehler! Da wir das nicht weiter rennst. Und ja, ich weiß, die beiden Wurfmesser, die ich gerade noch geworfen habe, waren purste Verschwendung. Aber es ist trotzdem nicht fair, wie er einfach nur stehen bleibt. Als wenn er sehen würde, dass ich da meine Wurfmesser rausholen will. Ah, fuck you. Überrenne ich dich eben. Oder untergrenne ich dich eben, weil überrennen machst du ja schon. Ah, nix bleibt hier für mich. Außer halt angefurzt zu werden, weil das muss ja irgendjemand machen. So ein Furz ins Leere setzen ist ja auch langweilig. Muss man immer erstmal jemanden fragen, ob er das Gesicht erhalten kann. Oder was auch eine gute Idee ist, einfach mal so leise furzen, ne? Ganz leise einziehen lassen, dass keiner mitbekommt. Und dann sagen, Leute, riecht's hier nach Popcorn? Das ist eigentlich der Troll Nummer 1. Sollte auch jeder Troller kennen und mindestens einmal gemacht haben. Wirkt immer wieder aufs Neue genial. Zerstört höchstwahrscheinlich auch immer wieder neue Freundschaften.
Aber was soll's. Und ja, jetzt bin ich mit Absicht rausgerannt, damit dieser Affe wieder als Beleidigung gemeint und nicht als Sachverhalt mir nicht wieder die Hucke voll kackt. Weil dann muss ich die ganze Scheiße noch mittragen und werde ich langsamer. Hat er echt jetzt das Gebiet gewechselt. Ach Junge, wieso tust du mir das an? Guck mal, ich hab hier faules Fleisch für dich. Oh, hat er echt Hunger? Hat er? Er hat Hunger, ja. Wunderbar. Blasen wir jetzt zum Angriff. If you know what I mean. So, das Geile ist, während der halt so paralysiert ist, kann man so richtig schön 3-4 Kombos draufhauen. Das macht schon nicht wenig Schaden, hoffe ich mal. Erstmal in den Furz reinrennen. Der Furz war schon weg, der hat gestaggert. Ja, ich weiß. Es dauert eine Weile, bis so Gerüche sich verflüchtigen. Aber ich würde sagen, der Furz hat mich im wahrsten Sinne des Wortes umgehauen. Verdummt. Wortwitz for the win. Mein Ausdauer. Mach nichts Unüberlegtes, Kongalala. Wir sind gute Freunde, wir kennen uns doch schon lange. Wir sind so gesehen Furzbrüder. Scheiß auf Stiefbrüderschaft oder Sake trinken. Wir sind Furzbrüder. Denn ich lass in echt was fahren und du im Spiel. Da können wir uns gut ergänzen. Sowohl die digitale Welt als auch die reale Welt sind dann verpestet. Jetzt ja nicht in den Superforts reinkommen. Ja, ich weiß, dass du den machen wolltest. Ich war darauf vorbereitet, mein Äffchen. So, und wenn beides verbessert ist, sowohl die digitale als auch die reale Welt, können wir alles machen und die Weltherrschaft übernehmen. Und dafür dann aufhören zu forzen, auch wenn es so viel Spaß macht. Aber das wäre doch mal ein Plan. Wieso tun wir das nicht? Warum bekriegen wir uns? Ja, höchstwahrscheinlich, weil ich in dein Gebiet vorgedrungen bin. Und weil ich dich unentwegt angreife. Aber das ist doch nebensächlich. Lass doch einfach das Kriegsbeil begraben. Nein, sieht nicht so aus, als wenn er das machen würde. Dann müssen wir halt leider weiterkämpfen. Müssen wir halt die Leute ein bisschen weiter unterhalten mit deinem Gefurzel und meinem Reingespringe und umgenuckt werden. Als wenn es noch was Neues wäre, das sticken würde. Ich meine, wenn der in so einen Furz reinrennt, könnte der mal ganz schnell die Luft anhalten. Das ist ja jetzt nicht das Problem für 2 Sekunden. Und dann ohne Schaden da durchrennen. Aber nee, was macht der? Oh, ein dicker Furz, die Luft sieht braun aus. Lass mal ganz tief Luft holen. Ja, das macht bestimmt Spaß. Riecht bestimmt besser als beim letzten Mal. Da bin ich mir sicher. So ein lernresistenter Jäger einfach nur. Ich stehe in der Ecke. Ich hasse Ecken. Junge, muss mir das jedes Mal aufs Neue beweisen. Das finde ich nicht gut. So, genau. Super Furz nach hinten, während ich vorne stehe. Das finde ich sozial. So wie, verpiss dich jetzt. Ich will hier furzen. Rieche meinen Gestank und dann haut er selber ab. Auch nicht schlecht. Kann man ja mal machen. Ah, nein, Westpoint. Dankeschön. Ich hole mir erstmal wieder ein paar Megatränke, bevor ich deswegen sterbe. Ich meine, ich kann mir, ja, ich weiß ja jetzt, wo die Megatränke sind. Ich weiß, wo die Jäger die hingesetzt haben. Oder wie der Kongalala es hingesetzt hat. Kann natürlich auch sein, dass die Jäger selber sich gedacht haben, haha, den Jägermeister trickt sich aus. Wahrscheinlich war es sogar mein Spieler, der hier extra hingekommen ist, so einen richtig schönen dicken Kothaufen hingesetzt hat und dort dann die eigenen Megatränke reingesteckt hat. Nur um den Jägermeister auszutricksen und das Training halt einfacher zu gewinnen. Halt würde ich meinem Typen zutrauen. Und bin mir jetzt gerade doch sehr sicher, dass das eher so ist, als dass der Kongalala die hier hingeschissen hat. Ja, so oder so, die Quest ist noch nicht geschafft, die dauert noch eine Weile. Ungefähr bei 15 Minuten sollte der besiegt sein. Zumindest bei den anderen Waffen war das immer so der Zeitraum. Das heißt, ich muss mich jetzt mal noch eine Weile konzentrieren. Darf nicht allzu viel falsch machen. Und am besten ziemlich lange die Luft anhalten. Weil das ist ja eigentlich die Taktik gegen den Typen. Gut, irgendwann muss ein normaler Mensch ja ein normaler Mensch muss irgendwann arbeiten, stimmt auch. Aber irgendwann muss ein normaler Mensch halt auch atmen. Und wir wissen ja, wie lange der Typ wie unter Wasser die Luft anhalten kann. Warum zur Hölle kann der das nicht auch an Land? Es wäre so viel einfacher. Ob du furzt,
Ist mir egal, ich riech's eh nicht. Oder von mir aus einfach mal normal schnupfen. Jeder Mensch zur heutigen Zeit hat irgendwie Heuschnupfen und während des Sommers riecht man nix. Okay, nicht jeder, aber viele. Viele reicht mir aus. Und warum müssen die Jäger immer so kacke kerngesund sein? Ohne Spaß, jetzt mit Heuschnupfen. Der Kampf wäre so easy peasy. Gut, man würde keine Luft kriegen, könnte nicht ausweichen und so. Aber man wird auch nicht von der Scheiße getroffen. Da hat gerade ein Konga ordentlichen Abgang gemacht. Da würde ich auch... Oh, wie viel Schaden der einfach nur macht. Trotz Blocken, das interessiert den eiskalt nicht, ob ich blocke oder nicht. Ich bin gerade über den Konga auf den erhöhten Weg nach draußen gesprungen. Macht mir das mal nach. Das ist eine akrobatische Leistung, könnte ich zu wetten, das geht. Oder lieber nicht, sonst verkacke ich's und die Sendung wird abgesetzt. Och, scheiße, eine Wand. Nicht gegen Wände laufen. Das ist eine dumme Idee. Wieso tust du das mir an? Also, ihr Kongas, ihr geht mir schon ordentlich auf den Pisser. Erstmal die Wand angreifen. Immer wieder eine wunderschöne Idee. Konga. Wieso? Wieso musst du gegen mich kämpfen? Geh doch mit dem größeren Affen mit. Ich meine, ich bin doch von uns beiden eindeutig der größere Affe. Und ich sehe auch mehr wie ein Affe aus. Ich meine, welcher Affe ist schon grün? Warum gehst du mit dieser billigen Kopie von einem nachgemachten Äffchen, der ein bisschen zu viel Furze gefressen hat? Warum machst du das für den? Siehst du, dafür stirbst du nur und musst nur ins Rand gehen. Es wäre viel besser, wenn du mir einen Wettstein gegeben hättest. Fällt mir gerade mal so auf. Oder wenn du einfach überhaupt nicht angegriffen hättest. Oh nein, ist ja in deinem Repertoire an Attacken nicht drin, nichts zu machen. Ah, meine Fresse. Hier ist er nicht. Ich hoffe jetzt einfach mal inniglich, dass er gerade schlafen gegangen ist. Das wäre so eine innerliche Errettung aus meinem Problem. Allerdings würde ich auch beinahe meinen, dass das nicht der Fall ist, weil es wäre ein bisschen zu früh. Aber man soll ja nie die Hoffnung ausgeben, er schläft. Guck mal. Ich habe Essen für dich. Davon wirst du zwar nicht aufwachen, aber es ist mir gerade egal. Vielleicht hast du ja trotzdem Hunger. Das wäre nämlich schön. Das wäre richtig liebenswürdig. Nicht furzen. Dankeschön, dass du ein bisschen gewartet hast. Oh, er hat Hunger. Wie geil. Das könnte Instant Win bedeuten. Jetzt frisst er das und... Hallo? Bist du nicht Para? Gut, dann bist du nicht Para. Hätte ich vorhin die Wurfmesser nicht geworfen, wärst du jetzt Para. Aber na gut, machen wir es eben ohne Para. So wie zum Thema Instant Win. Alter, ich werde es jetzt nicht verkacken. Sinu, Konzentration. Ey, Konzentration auf höchstem Niveau. Scheiß auf die Westpols. Die könnte ich nur paralysieren. Und gegebenenfalls töten, wenn ich nicht aufpasse. Aber das werden die schon nicht. Jetzt klettere, klettere. Boah, wir müssen uns beeilen. Der Junge da oben wird gleich wieder einschlafen. Da uns länger ein bisschen töte. Ja, okay. Oder er ignoriert uns wieder. Die Taktik ist natürlich auch nicht schlecht, den immer wieder uns vergessen zu lassen mit seinem Kurzzeitgedächtnis. Und dann anschließend, immer wenn er so ein bisschen hin und her guckt, wie so eine betrüppelte Kuh, ihn dann anzugreifen. Oder man macht einfach so und tötet ihn einfach. Easy peasy. Und nur fast eine halbe Stunde. Stolz auf mich. Besser als sonst. 2 Minuten schneller. Uga, uga. Wie geil. Ah, geschafft. Mein Gott, das war mehr schlecht als recht. So wie eh und je. Aber es fehlt nur noch eine Waffe. Und dann haben wir die Hälfte aller G-Trainingsquests abgeschlossen. Im Part 4. Yay, yeah, ich sehe, ich bin sehr schnell, was das Abschließen der G-Rank-Quests betrifft, das ist das, was ich gesucht habe. Beanlagt. Natürlich, ich beanlage Sachen. Wer tut das nicht? So, kriege ich noch ein Spinnennetz? Ah, so ein komplettes Netz. Hat ich beim letzten Mal Fallengeräte? Nee, ne? Also als ich das Großschwert hatte, gab es nirgendwo Fallengeräte. Sonst hätte ich mit den Netzen hier noch Fallgruben bauen können. Na gut, wir hatten das eh schon geschafft, also da nicht weiter drüber nachdenken. Geschafft ist geschafft und was man einmal geschafft hat, wird einem nicht mehr weggenommen. Ist wie Sachen, die man einmal gegessen hat. Was in meinen Bauch gekommen, wird mir nicht mehr weggenommen. So ist es auch mit geschafften Sachen. Wir sind zwar so richtig schön hart durch den Arsch wieder reingegangen. Es war das erste, was ich beim Konga Lala lernen musste. Nicht auf den Arsch gehen. Ich bin immer noch arschfixiert und habe trotzdem gewonnen. Also, was soll's.
Wir haben noch ein paar Schwarzmünzen mit neue Bestzeit und neue maximal erhaltene Punkte. Dafür kann man doch auch in Ruhe dreimal gestorben sein, dafür, dass man an sich besser wurde. Ist auf jeden Fall eine gute Investition. Und ja, jetzt fehlt nur noch Armbrust. Leider eine schwere Armbrust, das heißt, wir sind durchaus relativ langsam. Das heißt, es wird kein, ja, wie halt so schön gesagt, Insta-Win sein. Es gibt doch noch ein paar Möglichkeiten, dass ich hier aufs Verrecken nicht durchkomme. Im wahrsten Sinne des Wortes, aufs Verrecken. Aber gut, ein zu früher Angriff bringt gar nichts. Erst ausweichen, dann angreifen. Vorsicht! Multiplikator 95%, heißt, es wird relativ machbar. Wir haben auch Bomben, wir haben Schlaffleisch, wir haben, glaube ich, Schlafschuss und das könnte sowas wie Ermüdungsschuss sein. Nee, wahrscheinlich Eis. Eis ist auch noch eine gute Idee. Wenn man darüber nachdenkt, dass der Typ die Eisschwäche hat, ist das durchaus im Bereich des Möglichen. Im Bim-Bim, ja. Das passiert, wenn bei Sino die Strafe weg ist. Im Bim-Bim. Und wo zur Hölle lade ich nach? Ach, auf Dreieck. Okay. Ja, ich weiß. Ich bin einfach ein Pro im Armbrustspielen. Wo zur Hölle lade ich nach? Ja, es ist halt so. Mit der Zeit vergisst man solche Sachen. Wenn man es nicht regelmäßig spielt. Ich meine, man muss ja auch bei der Armbrust nicht regelmäßig nachladen. Oder beim Bogen muss man auch keinen Pfeil drauf tun. Das macht er ja alles von selbst. Gut, irgendwann macht das tatsächlich von selbst, wenn man dann die dementsprechende Rüstung hat. Aber es dauert halt noch eine Weile. Und ja, ich werde ihn direkt am Anfang erstmal so richtig schön hart wütend machen mit der wunderbaren Bombe. Ich bin zu langsam! Oh Mann, aber erstmal Waffe auspacken. Ah, siehst du meine dicke Kanone? Willst du mal dran lutschen? Ach, hier ist ja gar keiner. Egal, Remobra, willst du mal dran lutschen? Ja, macht Spaß. Lutschen, bis das Weiße kommt. Ich lebe meinen Penis. Kinderschokolade. Kinderschokolade. Alles gut. Nur Kinderschokolade. Ja, wir suchen trotzdem noch das Markkongalala. Ist ein bisschen fail, dass er jetzt nicht mehr da oben ist. Weil ich weiß nicht, warum ich zu langsam war. Ach, weil ich noch nachgeladen hatte. Klar, es hat auch noch ein bisschen Zeit in Anspruch genommen. Wenn ich jetzt noch wüsste, wo der regelmäßig als nächstes hinspringt... Ah, er hat mich gefunden. Da hinten. Ich sehe ihn. Ich habe es tatsächlich geschafft, einen Typen zu sehen. Durch den Busch durch. Bumm. Allerdings durch den Busch zu gucken, bin ich auch geübt drin. Damit wir bei dem Thema wären von gerade eben. Lutschen, bis das Weiße kommt. Ah, die Frage, wie viele Schüsse ich hier schießen muss. Alter. Was hat das Ding für einen Rückstoß? Okay, es ist Schlafstufe 2, das hat einen ordentlichen Rückstoß. Und wieso bei so einer fetten Kanone auch noch so ein fetter Rückstoß? Schlag mich, dankeschön. Ha, das war die ich werde geschlagen Taktik und kommt drum rum. Ja, weil so eine Ohrfeige weniger wehtut als Rückenbruch. Funktioniert diese Taktik einwandfrei. Ich habe gerade den Arschloch einschlafen lassen. Das heißt, die Muskeln am Arschloch sind jetzt entspannt. Das bedeutet, es werden wesentlich mehr Fürze rauskommen als sonst. Was nicht so schlau war. Aber besser das Arschloch einschläfern als überhaupt nichts. Weil so spürt er auch den Schmerz dort nicht, wird aber trotzdem massakriert. Und das heißt, der ganze Schmerz kommt dann irgendwann auf einmal. Und wehe euch, irgendeiner von euch Velocity Brace kommt auch nur auf die Idee, den jetzt aufzuwecken. Ich will jetzt bloß gesagt haben, Dankeschön. Da hat der eine Velocity Brace den anderen davon abgehalten, mich ja zur Weißglut zu treiben. Oh! Oh nein! Oh nein! Also sowas wie Skillvermögen kenne ich auch nicht, ne? Also, scheiße. Jo, das sind zwei große Fassbomben. Lass die mal aktivieren, wenn man daneben steht. Ich dachte, ich bin weit genug weg, aber naja. Wie es aussieht, kann man sich bei solchen Sachen halt doch recht einfach irren. Aber wir haben ja noch eine halbe Stunde Zeit. Kann ich ja noch easy peasy hier 3-4 Mal sterben. Selbst in die Luft gejagt. Ha, immer wieder ein Vergnügen. Wie wunderbar war das denn? Da habe ich genauso geleuchtet wie der Weihnachtsbaum zu Weihnachten. Nur kurz bevor die ganze Bude in Flammen steht.
Mann. Ich wollte halt nicht zu weit wegstehen, weil ich nicht wusste, das kann ich übrigens mal nachgucken, wie die Abweichung ist. Rückstoß, ja, Kraftlauf. Steht das nicht da? Haben die hier noch keine Abweichung? Nach links oder rechts? Steht zumindest nicht da. Aber doch, ich habe doch eine Fähigkeit bei meiner Bogen... Ne, warte, das war Troy Ultimate. Da haben die hier vielleicht tatsächlich noch keine Abweichung. Ich hätte auch weiter weggehen können. Nein, jetzt bleib doch hier! Du minderwertiges Äffchen. Du Primate! Jetzt habe ich's. Das ist der Megalis, du Primate. Von der Prima kommen. Badumts. So, er ist auf jeden Fall in die Richtung hier gesprungen. Ist die Frage, ob er hier hingegangen ist oder runter. Vorhin habe ich ihn nicht hier ungefähr gesehen. Da er jetzt hier nicht ist, würde ich sagen, er ist hier nicht. Das heißt, wir gehen in die anderen Gebiete. Es wird wieder eine lange Suche. Warum denn auch nicht? Man kann ja auch mal eine Weile nach dem Kongalala suchen, ne? Immer wenn ich 14 höre, denke ich, dass es der Smart-Kongalala ist, aber es ist halt nur ein Konga. Die ungefähr die gleiche Tonlage haben. Das hätten sie noch einführen müssen. 14 in verschiedenen Tonlagen. Das ist das, was ich mir als nächstes von Portable irgendwas, Portable 5 oder Monster Hunter 5 halt wünsche. 14, die tatsächlich verschiedene Tonlagen haben, je nachdem von welchem Monster sie geforzt werden. Epischer Realismus. Das wäre es, was tatsächlich mal wichtig wäre. Damit man die auch untereinander unterscheiden kann. Ich meine, an dem normalen Brüllen zu unterscheiden, ist ja nun nach ein paar Jahren Spielen kein großes Problem mehr. Ah, ich habe ihn gefunden. Oder halt eben genau an diesen Erschütterungen, die der Boden so von sich gibt. Junge. Wir bleiben schön ruhig und töten nicht den netten, lieben Onkel Sinu. Der hat euch doch nichts getan. Er wollte bloß gerade ein Schlaflied singen. Ich hasse Ecken. Alles gut. Aber nein, das darf er nicht. Ich will aber noch nicht schlafen. Ja, aber es ist schon Schlafenszeit. Ich meine, das Altmenschen ist in einer Stunde vorbei. Vielleicht auch dreien. Langsam musst du dich mal fertig machen. Dauert aber auch echt Ewigkeiten, bis das Ding einmal ausgeklappt ist oder geladen oder so. Da, die Typen bräuchten mal aus Game of Thrones diese automatisch Nachlade-Dingsterbums da, die Joffrey hatte, um halt nachzuladen. Captain Obvious Strikes Again. Das wäre tatsächlich, Dankeschön, meine wirkliche Investition für alle Armbrüste. Ich meine, die passt ja auch überall drauf. Jetzt habe ich den Konga eingeschläfert. Schlaf schön, gute Nacht. Jetzt wird ins Bettchen gemacht. Schließ die Augen und hör zu, wie schön der Sinu singt. Und ja, das hat sich gereimt. Wenn man lang genug darüber nachdenkt, dann reimt sich das auch. Verspreche ich euch. Dann ist es nämlich leider geil. Und sonst reimt sich auch nichts. So. Der scheint jetzt schon Hunger zu haben. Was ein bisschen komisch ist. Er darf allerdings jetzt noch nicht fressen gehen. Denn ich habe ja dann das schöne Schlafesfleisch für ihn. Renn nicht um, natürlich. Auch unser Boss hat Hunger. Bossi, wir kümmern uns um ihn. Keine Frage. Sie ist doch keine Klage. Wir machen ihn Brat, während du frisst. Er benutzt euch doch nur, Jungens. Er schlägt sich hier den Bauch voll und ihr bekommt nix. Denkt doch mal drüber nach. So, da schläft er. Jetzt mache ich mit Frost weiter, weil das theoretisch sehr effektiv sein müsste. Und diesmal bin ich nicht so absolut bescheuert und stelle mich da direkt daneben. Nein, diesmal laufe ich 5 Schritte weg. So, das soll doch reichen, ne? Vorher haben wir noch mal ein paar. So, was es wirklich keine Abweichung hat. Jupp, das geht straight durch ohne Abweichung. Finde ich gut und Frost hat nicht so einen hohen Nachschub. Das heißt, ich kann mit easy peasy Leichtigkeit ausweichen. Ahem, sagte der Getroffene. Wie das, was waren die letzten Worte des Jägers? Ach, dieser Kampf wird einfach. Aha, ganz klar. So, erstmal Ewigkeiten wieder ausholen, dann... Mann, der Jägermeister hat mir gesagt, erst ausweichen, dann schießen. Aber ich kann nicht ausweichen, der Typ hier ist zu fett.
ohne Kampftaktik, einfach zu dick sein. Das ganze Gebiet in Anspruch nehmen und dann, sobald man losläuft, ja, sorry. Das Gebiet bewegt sich halt mit. Ein Schritt und die Erde bebt nach unten. Da dreht sich, ja, wird man nicht von der Erde festgehalten, sondern man selber hält die Erde fest. Dann hast du eigentlich auch schon gewonnen. Och, scheiße. Ja, nachladen ist was für Pussys. Ist mal ernsthaft. Ich glaube, am einfachsten wäre es, wenn ich die Waffe eigentlich gar nicht wegpacken würde. Einfach die ganze Zeit draußen halten würde. Um dann... Oh, ausgewichen? Um dann halt diese Aufbauzeit nicht mit drin zu haben. Oder die Wegsteckzeit halt. Weil ohne Spaß, das ist das, was mich am meisten Zeit kostet. Aber nein, ich muss mich ja heilen. Fällt mir gerade mal so auf. Vergesst diesen Bullshit, den ich gerade gelabert habe. Die Taktik funktioniert nur, wenn ich nicht getroffen werde. Was an sich mit Fernkämpfe, Rüstung, der Plan ist. Jedes Mal. Aber wie ihr seht, an Pläne halte ich mich nicht. Ja, und Mehrzahl von Plan ist Plane. Ich bin verplant. Und Planen hängen überall. Überall, wo es einen Plan gibt, gibt es meistens auch eine Plane. Und wenn es nur dafür ist, dass ihr einen abfängt, wenn man von hohen Gebäuden springt. Die Plane gibt es immer irgendwo. Notfalls Englisch Plane für Flugzeug. Trifft die Sache auch ganz gut. Und ja, ich weiß, ein Treffer, ich bin tot. Aber wie ihr seht, ich werde einfach nicht getroffen. Easy peasy, so spielt man normalerweise mit Armbrust. Jetzt mal Skill an sich weggelassen, einfach rein theoretisch nicht getroffen werden, ist die Taktik, die man mit Armbrust fahren sollte. Was ja nicht allzu schwierig sein sollte, da ich theoretisch nicht in Reichweite seiner Fürze sein sollte. Aber gut, wie ihr seht, der Typ hier mag halt kuscheln. Er kommt immer auf einen Millimeter rangekrochen. Jetzt kann ich mich langsam heilen. Das Ding hat sich weit genug nach oben aufgefüllt. So, wunderbar. Spring noch ein bisschen durch die Gegend. In der Zeit kann ich ohne Probleme einen Heiltrank nehmen. Jetzt wird nochmal springen. Nein, nicht rennen. Bei Rennen, das tust du so häufig. So, perfekt. Aufmachen, nachladen, fertig. Weiter rollen. Rolle, 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 roll meinen Ball. Nennt mich einfach Purzelbaum. Nicht Purzischen, das war der Spitzname, den mein Opa mir gegeben hat, sondern Purzelbaum. Oh, Mann, das war knapp. Aber ich glaube, solange der wütend ist, kann man noch relativ einfach ausweichen. Solange er nicht wütend ist. Wenn er wütend wird, wird das Ganze schon ein bisschen schwieriger. Sehr schön, hat lang genug gestaggert. Ich habe noch 7 Schuss. Die sollten, wenn möglichst, relativ gut sitzen. Jupp, erstmal daneben schießen. Dann schon. Ah, ich war nicht in dem Ding drin. Wie zur Hölle habe ich ihn gerade getroffen? Egal, er ist wütend. Aufgepasst. Jetzt macht er mich, glaube ich, fast One-Hit weg. Würde ich ihm zutrauen. So viel Damage, wie der mir immer drückt. Ist Schrot wirklich eine gute Idee? Egal, das ist die Schrotlaufflinte oder so ähnlich. Das Ding hat Schrot im Namen. Heißt, Schrot muss gut sein. Schrot, auf geht's. Okay, er haut schon ab. Habe ich noch irgendwie Bomben? Habe ich hier nicht. Habe ich hier nur Pürse? Dann bringt es mir an sich auch nicht allzu viel einzuschläfern. Dafür, dass ich da so lange rumeiern muss, wenn ich das probiere, weiß ich nicht, ob sich das wirklich lohnt. Man könnte es natürlich trotzdem machen. Guck mal hier. Weil in der Zeit frisst er nämlich. Und wenn er frisst, kann man auch lecker Schmecker an ihn rangehen. Übrigens, meine Jägerfress-Taktik oder mein Jägerfress, wie nennt man das, Theorie, die wird hier gerade unterstützt, denn der Typi frisst ja das Fleisch. Hehehe, da ist er gestolpert beim Stehenbleiben. Kongalala, du bist so fett, du stolperst beim Stehenbleiben über dein eigenes Fett. Bam. Ey, Junge, du kommst eh nicht weit genug. Außer wenn der Vanity Brain da reinspringt. Der scheint scheiße zu lieben. Oh, fuck. Wunderbar. Staggern ist gut. Bei Staggern kann ich weiter angreifen. Er ist auch schon wieder normal. Kann es sein, dass das Fleischchen auch so ein bisschen beruhigt und halt die Wütigkeit wegzieht. Och, jetzt fängt er an mit scheiße zu werden. Man hat er vorhin die ganze Zeit nicht gemacht. Jetzt fängt er damit wieder an. Einfach rollen. Einfach nur rollen, egal, wohin ist noch egal, einfach weit, weit weg. Am besten Washington DC. Ja, da habe ich den Songfax fast hinbekommen. Ich weiß, ich bin noch ganz stolz auf mich, dass ich das irgendwo noch ganz tief vergraben im Kopf habe. Nachdem mir Rock Bob das 3-4 Mal gestern vorgesungen hat bei COD. Ah, das war schon fast ein bisschen nervig. Jetzt weiß ich, wie ich mich immer anhöre, wenn ich anfange, irgendwelche Ohrwürmer zu haben. Alter, das war knapp.
Das war knapp. Leute, das war scheiße knapp und ich lebe noch. Manchmal braucht man einfach mehr Schwein als Verstand, um so ein Ding zu gewinnen. Ich darf festhalten, meine Schüsse sind bis auf Pürste weg. Ich bin nicht weg, sehr gut. Heißt, der kann nicht mehr allzu viel haben, da war der nächste Stickerer. Nochmal auf den Kopf, wunderschön. Nicht die Scheiße auf mich werfen! Ich hab doch keine Items. Oh fuck, ich hab keine Items mehr. Nein, weg von mir! Was tust du? Was tust du mir an? Dem Moment, wo ich die Waffe weggepackt habe, wusste ich, scheiß Idee. Denn entweder er ist zu langsam und ich komme weg, perfekt, oder ich bin zu langsam und bin tot. Wie ihr seht, der langsame Sino ist langsam wie eine Schnecke, aber nicht wie eine heiße Schnecke, sondern wie eine langsame Schnecke halt. Wie eine schleimende Schnecke, weil Schleim ist das Einzige, was ich gut kann. Und das war so knapp davor, ihn zu töten. Das hat jetzt wieder Ewigkeiten gedauert. Jetzt muss ich ganz scheiß nochmal machen. Das ist doch beschissen. Ganz einfach ist beschissen. Und verkackt und verfurzt und nicht nett. Vor allen Dingen nicht nett. Das ist das höchste Gut, was der hat, nicht nett zu sein. So, ich habe auch wieder noch keinen besseren Plan, was ich jetzt machen könnte. Ich denke, ich lasse diese scheiß Schlafstufe 1 komplett weg und hau hier die ganze Zeit nur Frost und ähnliches raus und lass den halt mit Rauschfleisch einschlafen. Das ist die wesentlich bessere Idee. Wisst ihr, wie lange dieser verkackte Schlaf gedauert hat? Bis der endlich mal angeschissen hat und durch seinen Kreislauf da irgendwie gekommen ist, um ihn einzuschläfern. In der Zeit ist er dreimal hungrig gewesen und ich hätte auch etwas Rauschfleisch legen können. Gefühlt. Und ja, ich bin gerade ein bisschen angepisst. Und nein, nicht angefurzt. Und ich bin stinkend wütend. Genau. Vor allem, weil ich immer zu langsam bin mit Armbrust. Komisch, dass ich mit Gewehrlanze, ohne Gewehr, mit Lanze, schneller war. Sino, beruhig dich. Auf diesen Adrenalinspiegel mit diesem Herzpochen wirst du das Monster nie easy peasy platt machen. Das wird niemals wieder easy, easy sein. Nein, das wird immer so Kakies, yes, yes sein. Kakies, yes, yes, yes. Oh, ich hab einen anderen Ohrwurm. Das ist ein Werbungsohrwurm. Gibt's bei mir auch. Weil einfach ist, geht das halt auch einfach gut. So, das war ein perfekter Headshot ausnahmsweise mal. So, schieße ich eben durch den Velocity Blade durch, wenn es nicht anders geht. Der mir so asozial im Weg steht. Und das war es gerade perfekt getimed. Ich habe nichts getroffen. Vor mir zwei Monster, ich schieße perfekt durch die einzige vorhandene Lücke durch die beiden durch. Ist auch ein Skillshot, andere würden da laut Tor schreien, ich schreie da Scheiße. Obwohl Scheiße schreie ich hier viel zu häufig, weil die halt immer wieder auf mich drauf geflogen kommt. Das hat mich eigentlich umgebracht, die Scheißbolzen. Wenn der Wesens nur furzen würde und nicht noch gleichzeitig kacken, das wäre geil. Weil wenn der furzt und kackt, fliegt die Kacke nämlich weiter. Weil ihr einmal so einen Anstoß von hinten bekommt. Da fliegt man halt weiter. Obwohl eigentlich das ist eine Welle, die da rauskommt und Wellen übertragen nur Energie und nicht Stoffe. Aber es ist mir jetzt egal. Weil so gesehen scheiße auch Physik. Das ist genauso wie rein physikalisch angeblich eine Hummel nicht fliegen kann. Aber ein Glück weiß das die Hummel nicht. Deswegen macht sie es einfach. Genauso wie rein theoretisch ich gegen den Typen nicht gewinnen kann. Aber das ignoriere ich jetzt auch einfach. Ich mache es jetzt einfach. Punkt, fertig, aus. Ich will nächste Woche nicht wieder so ein Affengesicht vor mir haben. Gut, da sollte ich vielleicht den Spiegel abhängen. Aber nicht das da. Nicht so ein... Ja, ich will nicht so viel Geruch aus meiner PSP aufsteigen sehen. Oh Mann, wie der einfach eiskalt so dick ist, dass er mich da ohne Herzinfarkt Probleme trifft. Ja, ich weiß, es war scheiße positioniert. Bam! Geilo! Noch 10 Minuten! Sino, nur noch 10 Minuten! Du musst das jetzt hinkriegen! Das ist der letzte Versuch, den du irgendwie kriegen kannst. Also. Wachschlagen, aufpassen und nicht solche beschissenen Situationen erzeugen. Am besten gar nicht erst angeschissen werden. Weder gefurzt, noch beworfen, noch umgerannt.
Weil der höchstwahrscheinlich so oft wieder kackt und furzt hier. Wie ihr seht, seine Klauen sind auch grün. Das heißt, der hat so gesehen auch Scheiße vorne dran. Und wenn er mich umrennt, dann streicht er so die Kackproxen an mir ab. So, ihr kennt doch diesen Ziegenkot, wie der heißt. Oder wie er aussieht, wenn er Ziegenkot ist. Genau sieht das dann auch bei dem aus. An den Pfoten halten, das reibt er so schön an mir ab. So, und warum zur Hölle bin ich eigentlich mit großer, mit Gewehrlanze auf dem Rücken langsamer als mit Lanze? Das ist nicht fair. Weil Lanze stand ja noch Ewigkeiten dort. Und hier laufe ich hin und der ist schon wieder weg. Eigentlich könnte ich gleich hier warten. Weil ich eh gleich wieder zurücklaufen muss. Aber das ist jetzt Nebensache. Wir probieren es einfach immer wieder, denn probieren geht bekanntlich über studieren. Genauso wie, ich bin schnell genug. Sehr schön, er hat mich auch bemerkt. Bemerk mich! Notice me, Senpai! Ich habe übrigens vorhin vergessen, die Schlafdinger zu legen. Das könnte ein Grund gewesen sein, warum ich gestorben bin. Jupp, erstmal ins Weltall schießen. Warum auch nicht? Wer braucht schon eine Rakete, wenn er mich hat? Meine Schüsse fliegen immer ins Weltall, ganz weit weg. Bis zur Unendlichkeit und noch viel weiter. Irgendwas wollte ich sagen, aber ich habe es vergessen. Ist jetzt auch egal. Wenn es wichtig ist, kommt es wieder. So, wenn man kotzen muss. Der Alkohol kommt auch immer wieder. Weil Alkohol ist wichtig. Kann man dann zweimal trinken. Nennt man dann Recycling. Ist dann Bio-Alkohol. Mehrfach verwendbar. So, ich weiß noch nicht, wie ich jetzt darauf komme, aber wir haben das Thema jetzt. So, Sinu, jetzt mal wirklich kurz Konzentration. Jetzt nicht die Leute unterhalten, sondern einfach nur gut spielen. Guck mal hier ein Headshot, guck mal noch ein Headshot. Noch ein Headshot und jetzt ganz schnell wegrennen. Wunderbar. So funktioniert das. Dann wollte er gerade schon fast wieder Scheiße werfen. Hat er gemerkt, oh, der ist gar nicht vor mir. Am besten auch mal mehr oder minder ruhig werden. Bei Hektik ist eigentlich das, oder der Grund, warum Jäger sterben, die es eigentlich drauf haben. Ich werde nicht sagen, dass ich es eigentlich drauf habe, aber wenn selbst die sterben, dann werde ich erst recht sterben. Jetzt ja, kein Gift spucken, Remopra, das wäre extrem nett. Und mir aus dem Weg gehen, du scheiß Schlangenvieh! Schlänge dich woanders hin! Hier braucht dich keiner! Ah, stehst du mir einfach so im Weg? Du fliegst mir im Weg, du stehst ja nicht immer! Hast ja nicht mal einen Ständer oder so! Du bist einfach zu schwach, um einen Ständer zu kriegen. So unbedingt voll heilen. Unbedingt dabei nochmal getroffen werden. Schwenghart. Okay, hier war aber kurz wieder meine Schweinsituation. Das heißt, immer wenn ich Schwein habe, sollte ich eigentlich gewinnen. Weil wie gesagt, man braucht Schwein, um zu gewinnen. Jetzt habe ich Schwein gehabt und oh, ich liebe Ecken. Die sind so schön warm und feucht von meinem Blut. Oh, wie schön. Hier, da bist du bestimmt hungrig, oder? Oh, der ist tatsächlich hungrig. Na gut, ne? Ist die ganze Zeit noch unten nach. Irgendwann ist man hungrig. So, wird bestimmt schnell einschlafen. Nachgeladen hat er schon. Das heißt, jetzt mach wieder E-M-G. Ich bin K-U-L-K. K-L-U-K. K-L-U-K. Ich hab dich gesteckert, schade. Das war D-U-M-P. D-U-M-N. Entschuldigung. D-U-M-P. Okay, dann. Mein Hirn war auf Englisch gedacht. Auf Englisch hat gut funktioniert. So. Ich wütend, das irritiert mich ein bisschen. Wenn man bedenkt, dass er gerade zwei große Fassbomben auf einen wütenden Körper bekommen hat. Aber gut, wenn er nicht wütend sein will, dann lass ihn halt unwütend sein. Ist er halt ausnahmsweise mal gechillt? Mit gechillten Gegnern kämpfe ich sowieso lieber. In dem Moment fängt er an wütend zu werden. Hast es soeben verkackt, mein Freund. Und das nicht nur in deine Hose, sondern auch tatsächlich. So, machen wir weiter mit Pürste, da ich weiß, dass Schrot nicht ausreicht. Ich könnte auch nochmal einschläfern, aber wie gesagt, das bringt halt nichts. Weil wenn ich die jetzt nochmal einschläfern lasse, was soll das? Ich habe keine Bomben. Ich mache zwar einmal mehr Schaden, aber in der Zeit, wie ich die ganze Zeit Schlaf drauf schieße, hätte ich wahrscheinlich genauso viel Schaden gemacht. Oder würde ich genauso viel Schaden machen. Muss ja im Konjunktiv reden, weil es ja noch nicht passiert ist. Es ist zwar eine Möglichkeitsform, aber es existiert nicht in der Tat. So, komm schon, steckern, steckern, steckern. Perfekt. Als wenn ich es gewusst hätte. Zufall. Manchmal ist er auch auf meiner Seite.
Gerade dann, wenn ich nicht Lotto spiele. So, Mann, fast 360 No-Scope in die Richtung gezielt. Natürlich nicht geschossen, weil wegen Nachladen und so. Was soll's? Okay, Sinu, ganz ruhig bleiben. Jetzt kannst du aufhören, Scheiße zu labern. Die Stunde ist fast rum. Du hast deinen Soll an Kackgelabern erfüllt. Du kannst versuchen, dich wie ein normaler Mensch aufzuführen. Ich weiß, das ist schwer, du kannst es probieren. Und wie ein guter Jäger zu agieren, gegebenenfalls das jetzt beim dritten Versuch zu schaffen. Erstes Mal sterben war deine Schuld, zweites Mal sterben war Heavy Tower. Kongalala seine Schuld. Jetzt ist vielleicht deine Schuld, dass der Gegner sterben kann. Es ist eine Möglichkeit, lass sie nicht von einem verkackten Heavy Tower dir zerstören. Steh in der Ecke, ich liebe Ecke, das schnell raus hier. So, du stehst gut. Fuck, jetzt steht nichts mehr gut. Vor allem, weil ich nichts mehr sehe. Genau so meine ich das. Ja, genau das. Zwei Monster stehen vor mir und ich schieße eiskalt an beiden vorbei. Wenn ich mir das im Nachhinein wieder anschaue, sehe ich, wie bescheuert das war. Aber jetzt im ersten Moment war das dumm. War das dumm. Marese ist ja tot. So, jetzt kann ich wegen der Westpolt nichts sehen und wegen dem Stück Zaun, genau, Steinzaun, der hinter mir steht. Ich bin nicht voll. Das heißt, trotz Heilung bin ich, wenn er wütend ist, One-Hit. Ich sollte unbedingt das Gebiet wechseln. Sehr schön. Ich sehe, er hört auf mich, bevor ich meine Wörter ausspreche. Das heißt, jetzt geht's auf, nochmal ein bisschen in der Kacke wühlen. Den Geruch sind wir jetzt langsam mal gewöhnt, denke ich. Und ein paar Megatränke rausholen. Und die dann gleich auch benutzen, zumindest den ersten. Weil ernsthaft, das geht nicht, dass ich One-Hit tot bin. Ich muss bei dem Typen so voll wie irgend möglich sein. Vor allen Dingen bei meiner Rüstung. Und bei Fernkampfsachen muss man das einfach sein. Nichts gefunden? Wieso habe ich gerade auf meinem Bildschirm nichts gefunden gehabt? Das ist nicht gut. Weil, ist so. Nicht gut. Aber gut, solange jetzt noch Megatränke kommen, ist alles in Ordnung. Ein bisschen schneller. So, in gehockter Suche, erstmal mit dem Kopf in der Scheiße stehen. Wie heißt das? Wenn man bis zum Hals in der Scheiße steckt, lass den Kopf nicht hängen. Genau das werde ich jetzt auch tun. Weiser Rat an mich selber, hoffen wir mal, dass er funktioniert. Wir werden es dann gleich sehen. Ich hoffe mal, dass er jetzt hier ist. Das muss ich nämlich wieder erstmal suchen. Das ist, wie bereits erwähnt, der nervigste Part. Obwohl, er kann nicht an allzu vielen Stellen sein. Das ist das Gute daran. Dass er hier nicht komplett auf der Karte sich frei bewegen kann, sondern doch noch so vier Gebiete hat. Oh, hallo! Wo er halt so ist. Oh, er hat mich doch mal bemerkt. Was für ein Blitzmerker! Könnte ich beinahe als Blitzableiter benutzen, solange wie er Strom braucht, um dich durchzufließen. Die Aussage war zwar sinnlos, aber sie klang cool. War nämlich ein Diss. Aha. So, du rennst noch ein bisschen umher, was soll's. Da kann ich mich auch schön darauf konzentrieren, jetzt erstmal nachzuladen. Ich habe noch 19 Pürsteschüssel, die können wir erstmal so richtig schön in Anus und Kopf reindrücken, weil du das ja so schön magst. Ist dann ausgleichende Gerechtigkeit, so viel wie rausgeschossen kommt, muss auch wieder reingeschossen werden. Es gilt für jedes Körperteil und für jede Aktion. Nennt man Energie- und Masseerhaltung, lernt man ebenfalls in der Physik. Ganz wichtig, dass diese Gesetze immer behalten werden. So, ich liebe es, wenn er springt, das ist die einzige Situation, wo ich wirklich mehr oder minder safe nachladen kann. Dann schieße ich wieder drei Schüsse drauf und fange wieder an, 5 Minuten wegzurennen. Aber die Taktik ist mir gerade irgendwie am liebsten. Wenn man bedenkt, dass ich, wie gesagt, ihn so gut wie schon getötet hatte vorhin und dann doch wieder verkackt habe. Ich habe soeben das Geheimnis des Rennens herausgefunden. Ich muss mich selber von der Stelle bewegen und dann schaffe ich es, den Rennen auszuweichen. Ich weiß, Captain Obvious und so weiter und so fort, aber auf die Idee muss man halt eben erstmal kommen, erst ein paar Meter zu laufen und dann erst zu rollen. Weil so kommt man halt relativ sicher weg. Ich bin halt eben immer so zu früh gerollt. Hat er mich halt noch mit getroffen. Jetzt Beeilung. Der ist wütend, der klatscht sich nicht mehr so lange auf den Boden. Weil er ist scheinbar so wütend, dass er keinen Plan hat, wo ich bin. Einfach wild in der Gegend rumfuchtelt, in der Hoffnung, dass ich reinrenne. Aber nicht dieses Mal, denn ich habe keine Nahkampfwaffe.
Solange ich keine Nahkampfwaffe habe, renne ich nicht dumm in Attacken rein. Ich werde dieses Mal sterben, indem ich dumm in eine Attacke reinrenne. Aber gut, das ist Nebensache. Wir haben nur noch Schrot. Und ich glaube noch normal, ne? Ich glaube tatsächlich, dass wir noch normal haben. Bedeutet, wir müssen auch normal noch schießen, bevor er stirbt. Was ziemlich kacke ist. Gerade aus dem Grund, weil deswegen der Kampf noch ein Stückchen länger dauern wird, als ich es hoffe. Aber gut, erstmal von hier aus schön ins Gesicht, den Bauch treffend, ein paar Schrotkugeln rausfeuern. Humple? Nein, er springt nur weg. Aber ich nutze die Zeit, ich nutze die Verzögerung und... Ist das ein Gesicht? Hey, das ist ein Gesicht! Wir kommen auf der Osterinsel! Juhu! Und, ja, kleines Gimmick, man nebenbei entdeckt. Und, fang mal an, ein paar Tränke zu sammeln. Denn ich will, wie gesagt, das jetzt unbedingt schaffen. Die Stunde ist zwar rum. Und genau deswegen muss ich es auch hinkriegen. Weil ich, wie gesagt, beim nächsten Mal keinerlei Bock habe, nochmal so eine Affenfresse zu sehen. Ich will diese Affenfresse nur sehen, wenn ich in einen verkackten Spiegel gucke. Und nicht in einem meiner Lieblingsspiele. Oder zumindest nicht so häufig. In einem meiner Lieblingsspiele. Ab und zu muss man es halt trotzdem mal sehen. Kommt man halt nicht drum rum. Wenn man ein bisschen Scheiße fressen will, muss man halt das Monster besiegen. Ist halt so. So, mal schauen, ob er hier ist. Nee. Er war ja wütend. Das heißt, es besteht durchaus die Möglichkeit, dass er gerade schlafen gegangen ist, ohne dass ich es gemerkt habe. So, mit Thema wütend und nicht humpeln und deswegen einfach so weiterspringen. Hatten wir jetzt schon ein paar Mal. Darüber wäre ich übrigens sehr froh, wenn er das gemacht hätte. Andernfalls laufen wir jetzt komplett in die falsche Richtung, aber das muss ich einfach nachtesten, weil die Wespe mich sonst nicht gestochen hätte. Ich sag euch, das wird gleich der Grund sein, warum ich sterbe. Egal, ein paar Sekunden darf er sich noch ausruhen. Ich hoffe, dass das hier die richtige Position ist, um alle Schrotkugeln perfekt drauf zu hauen. Nicht einmal den Kopf getroffen, nicht einmal so seine Schwachstelle, aber was soll's. Getroffen ist getroffen. Bäm. Kannst du auch schlagen, wie du willst. Mich triffst du damit nicht. Schon wieder gestolpert. Kannst du nicht stehen, Junge. Ist schon wieder im Liegen sogar gestolpert. Na, das ist aber ein neuer Tiefpunkt für dich, oder etwa nicht? Na, nicht nur im Stehen, sondern auch im Liegen kannst du stolpern. Respekt dafür. Dafür darfst du auch gleich einmal sterben. Und zwar genau jetzt. Tu doch, was ich sage. Warum lade ich nach? Voll Idiot. Egal, er macht eine super Explosion. Einfach weiter draufschießen. Einfach draufhalten. Nicht drüber nachdenken, was man tut. Wie ein amerikanischer Cop. Einfach schießen. Ich hoffe, es funktioniert. So, letzter Schuss. Nein, da. Fuck you. Letzter Schuss daneben gesetzt. Juhu. Wie pro-like. Oh, wir haben noch Stufe 2. Okay. Habe ich mich doch nicht verguckt. 50 Schuss noch. Plus so ein paar Einzelne. Ich hoffe, wir brauchen die Einzelnen nicht. Das Nachladen von einzelnen Schüsseln dauert immer so lange wie ein normales Nachladen. Nein, nicht jetzt, nicht jetzt. Renn nicht nochmal. Oh, scheiße. Ganz viel Scheiße um mich drum rum. Es passiert so viel Scheiße auf einmal. Fuck, Sinu, bleib konzentriert. Du hast wieder angefangen, Scheiße zu labern. Daraufhin kam Scheiße geflogen. Daraufhin warst du in einer beschissenen Situation. Erkennst du die Zusammenhänge? Sehr gut, dann hör auf damit. Ich bin jetzt einfach mal so richtig asozial und gehe hier wieder raus. Daraufhin besteht die Möglichkeit, dass er sich schlafen legt. Ja, innerhalb von 2 Sekunden. Das ist ein Schnellschläfer, nennt man Sekundenschlaf. Ah, okay. Oder dass er mich doch instant wieder vergisst. Ich auch nichts dagegen. Nicht losrennen, nicht losrennen. Bitch, please, Headshot. Oh, mein Gott. Dass das nochmal so knapp werden musste, fand ich nicht gut. Aber wir haben es geschafft. Wir haben es tatsächlich geschafft. Wir haben den Stinker platt gemacht. Du wirst mich nicht mehr anscheißen. Egal, was ich tue. Ach, mein Gott. Meine Pumpe. Haben wir es geschafft. Doch, endlich hinbekommen. Nee, wahrscheinlich keine neue Bestzeit, weil ich am Ende ja nochmal rausgegangen bin und weil es schon 10 war, als wir hochgeklettert sind. Aber es ist mir sowas von... bevorzt, egal, wir haben es geschafft. Boah, war das seine Geburt.
Nee. Da haben wir echt die ganze Zeit alles gebraucht, was man hier irgendwie in dem Gebiet finden kann. Also ich habe, glaube ich, keine Quest bestanden, ohne mir hier die Megatränke zu holen, Hunden oder und hinten bei dem Honigbaum die Tränke oder und bei den Kongas die Tränke. Ich sehe, die Trainingsquests werden durchaus immer schwieriger, was ich nicht unbedingt schlimm finde, aber man muss es halt irgendwie schaffen, durchzuhalten. Bam, da war der schöne Headshot beinahe ins Auge, man könnte auch sagen, ich habe die Brust getroffen. Ey, Junge, da habe ich einmal neu geladen, schon fängst du an, mich voll zu quatschen. So, kleine Goldenfische, 3 Stück, krieg ich ein bisschen Geld, genauso wie Schwarzmünzen, Schwarzgürtelmünzen. Alles gut, geschafft. Da kann ich jetzt zufrieden den Stream sozusagen beenden. Habe das geschafft, was ich schaffen wollte. Was will man mehr? Jupp, es soll gespeichert werden. Das nächste Mal kommt dann höchstwahrscheinlich, was heißt höchstwahrscheinlich? Ich komme nicht drum rum. Als nächstes kommt der pflaumenfarbene Daimyo Hermi Tower. Hab übrigens jetzt die Hälfte geschafft, ja. Ich glaube, 4 Streams waren es wirklich für diese beiden Quests. Ah, mein Gott. Ja, als nächstes kommt der pflaumenfarbene Nagakuga. Den haben wir ja noch fast gar nicht bekämpft. Aber genau aus dem Grund glaube ich, dass der am schnellsten gehen könnte. Jetzt nicht so super duper krass easy peasy like, aber dass der ja, maximal 5 Versuche pro Waffe, sag mal so. Weil ich habe den jetzt so oft gemacht, so langsam sollte ich es hinkriegen, die Attacken zu moin und dann im richtigen Moment zuzuschlagen. Wenn ich mich dann wirklich ausgiebig konzentriere. So, wir müssen noch mal kurz Honig holen, damit ich beim nächsten Mal wieder zum Honigbaum laufen kann, um zu merken, dass ich keinen Honig habe. Und ja, ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Tag, schönes Wochenende. Spätestens hoffentlich bis zum nächsten Stream oder halt bis morgen, nee, übermorgen, wenn dann der nächste Part kommt. Ich werde jetzt anschließend nochmal eine Minecraft-Anno-Folge veröffentlichen, die ist schon hochgeladen. Ich war bloß zu faul, den Namen zu geben und ähnliches. Die kommt jetzt sofort. Könnt ihr euch schon mal drauf freuen, wenn ihr Minecraft gucken wollt. Wenn nicht, kommt morgen wieder Tri-Ultimate. Also, adios amigos. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es ist, gebt noch bitte Bescheid. Wenn nicht, Feedback in die Kommentare oder jetzt im Chat rein. Und jo, adios amigos. Auf Wiederhören.